Landwirt Praxistest. Knallharte, kantige Silageballen, mit Folie gebunden und sauber eingepackt. Das ist die Paradedisziplin der RB 545 Silage Pack von Case IH. Wir haben die rote Presswickelkombination in der Praxis getestet. Das Grundkonzept dieser Maschine beruht auf der bewährten Orkel-Presse, die CNH vor 6 Jahren übernommen hat. Die RB 545 ist das verbesserte Nachfolgemodell, das im polnischen CNH-Werk in Plock gefertigt wird. Die Maschine ist als Solopresse und, wie unsere Testmaschine, kombiniert mit einem Wickler erhältlich. Dann mit der Zusatzbezeichnung Silage Pack. Unser Steyr-Profi 4145 kam mit der rund 6,4 Tonnen schweren Presswickelkombi in allen Lagen gut zurecht. Damit sie keine Spuren hinterlässt, war die größtmögliche Bereifung aufgezogen. Die schmale Deichsel mit Kugelkopf-Unten-Anhängung erlaubt enge Kurvenradien. Gute Noten gibt es für die insgesamt kompakte Bauweise und das ansprechende Design. Bauchschmerzen hatten wir wegen der weit abstehenden Warntafeln oben am Wickler und der tiefsitzenden Bremshebel unter dem Fahrwerk. Pluspunkte sammelt die 2,20 Meter breite Pickup. 5 gesteuerte Zinkenreihen nehmen das Futter sauber auf. Die Höhenführung übernehmen 2 Pendeln der Tasträder. Die Bodenfreiheit mit angehobener Pickup ist gering. Als Überlastsicherung gibt es leider nur Scherschrauben. Am Futterfluss konnten wir nichts aussetzen. Hier leisten der gefederte Rollenniederhalter und die seitlichen Zuführschnecken wertvolle Dienste. Der Rotor mit seinen B-förmig verteilten Hardox-Zinken punktet mit hohem Durchsatz. Sollte sich die Maschine doch einmal verschlucken, kann man den Schneidboden absenken, den Rotor hydraulisch entkoppeln oder mit einem langen Hebel von Hand reversieren. Auch das Schneidwerk wurde gelobt. Die 20 Messer sind einzeln gegen Fremdkörper gesichert und können hinten herausgenommen werden. Sie lassen sich von außen mechanisch in 2 Gruppen schalten. Entweder alle 20 Messer oder zweimal der halbe Satz. Die kürzeste Schnittlänge liegt bei 52 mm. Kommen wir zum Herz der Maschine, der Presskammer. 18 profilierte Walzen bringen das Futter zum Drehen und verdichten es zu festen, kantigen Ballen mit 1,25 Meter Durchmesser. Gebunden wird wahlweise mit Netz oder mit Folie. Beides funktionierte auf Anhieb problemlos, was wir so noch nirgends erlebt haben. Der fertige Ballen wird mit einem hydraulischen Arm auf den Wickler gehoben und von 2 Armen zügig in Folie gepackt. Auch am Hang arbeitet diese Technik zuverlässig. Unter der Seitenverkleidung gibt es genug Platz für Ersatzrollen. Bedient haben wir die Maschine über Isobus. Das traktoreigene Terminal ist schon etwas in die Jahre gekommen. Die Software ist gewöhnungsbedürftig. Vielleicht auch, weil sie schlecht ins Deutsche übersetzt wurde. Hier sollte Case IH nachbessern. Wenig Arbeit hat man mit der Wartung. Alle Schmierstellen und Ketten werden automatisch mit Fett und Öl versorgt. Die dauergeschmierten Presswalzen sind in stabilen Messingbuchsen gelagert. Sehr gut. Für unsere gut ausgestattete Testmaschine ruft Case IH einen Listenpreis von knapp 113.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer aus. Den ausführlichen Testbericht mit allen technischen Details und Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 19/2018.